dieses Gefühl, wenn du deinen nächsten Kurzurlaub gebucht hast. Die besten Ideen auf kurzurlaub.de. 2 bis 5 Tage frei. Ja, unser Cheftrainer Thomas Hossmann ist bei uns. Trainer, eine englische Woche liegt vor uns. Kaiserslautern liegt hinter uns. Erstmal vielleicht die wichtige Frage, was habt ihr neben dem Punkt natürlich aus Lautern für Erkenntnisse mitgenommen, jetzt mit Blick auf den weiteren Prozess? Ja, dass wir schon den Punkt mitgenommen haben, aber sicherlich gerade was die erste Halbzeit betrifft, im Spiel mit dem Ball nicht gut waren, keine gute Positionierung hatten. Unser Dreieraufbau da immer auch zurückgespielt hat, weil sie eben aus der Mittelfeldreihe wenig Unterstützung hatte. Was ich gesagt habe, keine gute Positionierung. Und zweite Halbzeit war es sicherlich besser und trotzdem haben wir hergeschenkt, was auch die Chancen von Kaiserslautern waren. Aber wichtig für uns als Trainerteam, dass wir eben kein gutes Spiel gemacht haben und trotzdem einen Punkt nach Hause gefahren sind und auch vor allen Dingen nach einem 1-0 oder 0-1 für Kaiserslautern dann eben präsenter waren, kompakter waren, ein gutes Tor gemacht haben. So und mit dem Sieg gegen Bayern jetzt in 2 Spielen 4 Punkte haben. Vor uns liegt ein knackiges Programm. 3 Spiele in quasi 6 Tagen werden durchgezogen. Jetzt bis dahin, bis zum Ingolstadt-Spiel, mal ein bisschen Zeit mit den Jungs zu arbeiten. Was waren so, sage ich mal, die wichtigen Inhalte in dieser Woche mit Blick auf Ingolstadt vor allem erstmal? Wir hatten das Problem im Spiel mit dem Ball. Da denke ich, haben wir ein paar Dinge gemacht, aber auch wir haben uns um Ingolstadt gekümmert. Sie spielen ja einfach im Fußball, viele lange Bälle auf Kutschke. Das ist so ein Thema, zweite Bälle zu verteidigen. Und Standard wird heute nochmal ein Thema sein. So, und ich denke, dann hoffe ich, dass alle gesund bleiben bis Sonntag und dass wir dort weitermachen und bereit sind, weiter zu punkten. Mit Blick auf das kommende Spiel, wie sieht es bei uns personell aus? Gibt es Ausfälle oder vielleicht sogar Rückkehrer? Was mich freut, das ist Leon Bell, der Fortschritte macht. Alles andere ist gesund und munter. Die Jungs, die jetzt Woche für Woche eben auch im Training waren, da ist nichts Schlimmes passiert. Tore Jakobs hatten gestern einen kleinen Cut, der ist mit Kai Brünker, glaube ich, zusammengerammelt. Aber ich denke mal, das ist nicht ausschlaggebend oder das ist nichts Schlimmeres. Das wurde gleich behandelt. So, und alles andere können wir aus dem Vollen schöpfen. Abschließende Frage, wie wichtig ist das für dich auch mit den Spielern viel zu sprechen, gerade jetzt auch mit Blick auf die englische Woche, wo es eventuell auch personelle Rotationen geben kann? Ja, das ist absolut wichtig, weil ich sage, wir müssen die Jungs immer sensibilisieren. Du hast gesagt, englische Woche, Fokus jetzt Ingolstadt. Wer ist wichtig jetzt für dieses Spiel? Wer ist mit seiner Art Fußball zu spielen dann in der Lage auch uns zu helfen und dass die Jungs eben auch immer wieder abgeholt werden, weil wir sind ein großer Kader, wir können nur 18 Mann mitnehmen, wir haben jetzt 24 Mann oder 25 Mann mit den Torhütern im Kader, also da wird es dann eben auch Maßnahmen getroffen, die wehtun und ich erwarte einfach, dass wir das auch akzeptieren, weil wir eine Gemeinschaft sind, ein Team sind und es geht dann am Ende nie um den Einzelnen. Es geht eigentlich nur oder immer nur um diese Mannschaft, um diesen Verein, dass wir da unten rauskommen. Trainer, vielen Dank für deine Einschätzung. Viel Erfolg Sonntag erstmal in Ingolstadt. Also, danke. Ja.